Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge 10 Minuten Gaming WoW mit unserem guten Druiden Rogel Jenkins. Und leider fehlen uns 7 Minuten, weil wer mich auf Facebook verfolgt, was übrigens sehr ratsam ist, hat mitgekriegt, dass mein PC abgestürzt ist, beziehungsweise eingefroren ist, als ich die Aufnahme gestartet habe. Und ich habe halt rausgekriegt, dass das Ganze anhand einer Überhitzung von der CPU kommt und hab dann so gedacht, naja, machst mal neue Wärmeleitpaste drauf, vielleicht bringt's ja was. Und ja, ich hab dann neue Wärmeleitpaste drauf, hab den PC-Tower aufgemacht und hab gesehen, der Lüfter, der an dem Kühlkörper von meiner CPU befestigt ist, ist runtergefallen. Das heißt, die CPU konnte gar nicht gekühlt werden, ist überhitzt und hat dann halt den Computer aufgehangen. Uns fehlen 7 Minuten. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben hier hinten ein paar von den Viechern hier getötet und den Schnupftabak besorgt, den wir besorgen mussten. Und ich würde sagen, wir erledigen jetzt hier die Viecher noch. Einen brauchen wir noch. So, damit haben wir die Quest. Nee, doch nicht. Wir müssen Speer der Feuermähen töten. Und wir müssen noch Bandschuppen der Feuermähen töten. Okay. Dann gehen wir mal so in die Richtung. Und ich habe hier extra mir noch ein Programm runtergeladen. Dann kann ich so die CPU-Temperaturen mal im Blick behalten. Die sind aber momentan noch alle vollkommen in Ordnung. Wir sind jetzt bei 46 Grad. Das ist schwer in Ordnung. Das passt soweit. So, wir müssen hier in das Lager rein. Und ich freue mich, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Und mir geht's ziemlich gut. Ich habe nämlich jetzt Wochenende, genau wie ihr. Und das Wetter ist einfach herrlich. Also, das ist echt voll super. So, da hinten sind die Speer. Da hinten, genau. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal. Wir erledigen einfach alle hier auf dem Weg. Ich meine, ist ja jetzt nicht so schlimm. Da haben wir den Krog, den wir besorgen müssen. Okay. So. Wir erledigen trotzdem hier jetzt die Speer. Bam! Und oh, das war mal ein dicker Crit. So, das macht echt... Also wenn das brockt, ist mir aufgefallen, macht das echt brutal viele Schaden. So. Ja, wunderbar. So, wir nehmen den Krog hier. Nehmen wir natürlich mit. Ein bisschen Alkohol muss ja sein, ne? Und gerade, ich glaube, es ist ein Ork, für den wir das besorgen müssen. Der freut sich ganz, ganz doll über Alkohol. Ah, okay, der stirbt, bevor er an uns dran ist. Ja, wunderbar. So haben wir das doch gerne. Was müssen wir denn noch machen? Wir müssen noch Bandschuppe. Sind die hier unten in der Höhle? Wahrscheinlich. Wir erledigen jetzt einfach mal hier alle, die uns noch den Weg versperren. Hui. So, wir heilen uns mal kurz. Oh, wir haben auch wieder Sternsog ready. Das ist ja so die Damage-Eigenschaft schlechthin, habe ich das Gefühl. So. Dieser Zauber ist noch nicht. Ja, die sind hier unten. Wunderbar. Das heißt, wir können die auch hier mal eben so erledigen, ja, ja. Einfach mal um die Ecke bringen. So, der dürfte... Jo, Ast rein. Kriegen wir den? Nee, Mist. Aber den kriegen wir doch, oder? Ah, nee, auch nicht. Dann müssen wir das so machen. Boah, das hat 3200. Ey, das sind Crit-Zahlen hier, ne? Das ist schon nicht von schlechten Eltern, doch. So, der haut uns doch ein bisschen, aber das macht uns ja nichts, ne? So, einmal wunderbar. Hier haben wir noch eine. Wir müssen insgesamt... Ah, okay, wir müssen 5 Stück erledigen. Hier. Ist das euer Scheiß ernst? Nee, nee, nee. Ist ja richtig blöd. So, da ist die nächste Bandschuppe. Das sind ja auch komische Namen, ne? Oder was denkst du? Hashtag der heutigen Folge, Hashtag Bandschuppe. Der Erste, der es nennt, kriegt eine namentliche Nennung in den nächsten Videos. Hehehehe, das machen wir nämlich jetzt so, dann schreibt ihr auch mehr Kommentare. Ich muss zuerst etwas anderes. Oh, hier unten ist ein... Ah, hier mussten wir eh hin. Hier ist Morgoths Geldkassette. Wunderbar. Jetzt haben wir fast alles erledigt. Ach komm, hier die EP nehmen wir noch mit. Sollen wir mal sagen, wir würden hier
EP verschmähen. So, das tickt noch einmal. Wunderbar, dann ist der tot. 5 Minuten sind wir schon in der Aufnahme und beim letzten Mal ist das immer hier so abgekackt, aber die CPU ist jetzt bei stabilen, ich guck mal gerade, 51 Grad. Das passt, das ist alles in Ordnung, weil das hat mich schon echt gewundert. Ich habe dann Open Broadcaster mal neu installiert, ich habe das mal auf einen anderen Speicherort verschoben, aber und Gott sei Dank habe ich den Fehler so schnell gefunden. Dass ihr jeden Tag wirklich in damit halte ich nämlich dann meine Konstante, dass ich hier jeden Tag ein Video hochgeladen habe. Also mindestens eins. Beziehungsweise, nee, sogar mindestens 2 pro Tag. Das halten wir durch seit Kanaleröffnung. Das finde ich. Da kann man uns mal für loben, oder? So, wir machen mal Phasenbestie. Wow, Hilfe. Mal Phasenbestie, hier oben geht's raus. Wunderbar. Jo, und hier können wir uns mal wieder auf unseren coolen Runensäbler draufsetzen. Ah ja, jetzt bleibt die Temperatur auch auf 51 Grad. Ich muss das im Auge behalten, wenn ich es wieder so klong höre. Also wenn ich sowieso einmal, Hilfe, was passiert mit der Kamera? Wenn ich hier so klong höre, dann weiß ich wieder, dass der Kühler hingefallen ist. Und dann muss ich beten, dass der Rest der Aufnahme hinhaut. So, wir müssen noch ein paar sengende Zungen besorgen. Genau, von den kleinen Drachen. Morastwinkel. Ach ja, lol. Hier gibt's ja auch noch richtig krass. Hier gibt's richtig viele Quests. Und wieder die tolle Goblin-Musik. Das ist doch super. Also, Raptor-Balken. Oh, die sind richtig hübsch. Das ist anscheinend neu hier. Sieht auf jeden Fall sehr neu gemacht aus. So, wir nehmen hier einfach mal alles wieder an, ne? Ich meine, WoW ist ja unser Langzeit-Let's Play. Da können wir uns ja richtig Zeit nehmen. Das genießen. Und ja, das finde ich voll super. Obwohl Witcher 3 auch eigentlich so ein Langzeit-Let's Play ist. Ich muss mir nochmal ein Spiel suchen, worauf ich so einfach Bock habe. Ich hätte ja nochmal Bock auf Gothic 1 ist mir zu lange, obwohl ich das so gerne spiele. Aber das ist mir als Let's Play einfach zu lang. Aber ich glaube, was wir mal machen könnten, wäre Half-Life 2. Da hätte ich Bock drauf. Das habe ich nämlich noch nie richtig bewusst durchgespielt. Was zur Hölle? So, wir holen uns hier den Flugpunkt erst rein. So, und was müssen wir jetzt? Genau, wir besorgen uns noch Drachenwinde und sengende Zungen. Okay, die Krokosilisten müssen wir nicht töten. Gib uns was zu töten. Hier haben wir einen sengenden Welpen, die ich übrigens voll niedlich finde. Echt, die finde ich echt cute. Ich glaube, ich habe so einen auch als, selber als Haustier. So, da vorne ist der nächste. Der ist nämlich dann auch fällig. So, jetzt fahren wir aber mal wieder unsere normale Route hier. Ja, wunderbar. Was rein? Oh, der hat leider nichts. Also, die droppen das irgendwie recht selten, habe ich so im Urin. Ja, ich habe Sachen im Urin. Giftstoffe zum Beispiel. So, da haben wir das nächste sengende Jungtier. Komm zu Papa, komm zu Papa. Danke. Der hat auch nichts getroppt hier. Sag mal, wollen die uns... Ist das ein schlechter Scherz? So, du aber, oder? Du droppst mir was. Vielleicht so ein Zitronentrop oder sowas. Oh Gott. Manchmal, ne? So, 6 von 7. Einer fehlt uns noch. Was müssen wir denn noch? Drachenwinde. Wo kommen wir die denn her? Die Drachenwinde. Ist das vielleicht eine Pflanze, die wir gathern müssen? Da vorne sehen wir übrigens den Eingang zu Onyxias Lair. Also zu Onyxias Hort, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Bin ich zumindest so der Meinung. Werden wir auch mal reingehen. Also wir gucken uns eh, ich glaube, wenn wir Level, wenn wir irgendwann mal Level 100 sind, dann schauen wir uns ganz viel anderen Kram an. So,
Während ich hier das Jungtier erledige, weil guck mal auf die Uhrzeit, sag ich hier an der Stelle recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Kommentar und oder Daumen nach oben. Und wenn du neu bist und dir meine Videos gefallen, dann freue ich mich natürlich über dein Abonnement. Ich sag hier recht herzlichen Dank fürs Einsehen und bis zum nächsten Mal.